1, 2, 3, 4, 5. So, und den Gramm vertiefen, den können wir ja später immer noch. Das ist ja jetzt nicht der Act, ne? Okay. So, und dann würde ich mal da... Das hat gut geklappt. Ist aber jetzt auch nicht so das Drama. Aber da sieht der Kohle liegen lassen. Das ist ein Drama. So. Wir wollen keine Steinbrücke, wir wollen eine Holzbrücke. Weil die ja so als... Genau, sowas. Weil... Zack. Na komm, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Also das soll quasi unser... Unsere Zugbrücke sein, die man dann so hochziehen kann. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. So hoch würde die quasi gehen. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall da noch Platz. Okay, aber wir brauchen jetzt auch erstmal eine neue Schaufel. Und dann gehen wir ja genau dahin mal uns eine neue Schaufel holen. Ich hoffe ja, wir haben hier noch Schaufeln. Eine. Okay. Das heißt, wir würden uns keine neue Schaufel machen, weil wir die passenden Utensilien dafür noch gar nicht besitzen. Die hatte ich, glaube ich, oben. Und wahrscheinlich muss ich jetzt... hier wären die gewesen, ne? Und Stäbchen habe ich auch keine mehr. Das heißt, ich müsste mir jetzt erstmal Stäbchen machen. So, dann kann man euch aber erstmal aufräumen. Erde war hier. Die bräuchte ich noch für später. Und Stein war, glaube ich, auch da. Wolle ist auch in Ordnung. Okay, ich glaube, ich muss erstmal... Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Holz fällen gehen. Habe ich noch eine Axt? Da hätten wir noch eine. Okay. Kohle. Komm, die schmeißen wir mal hier in den Ofen. Nein, in den Ofen, da. Und... Gut. Blümchen brauche ich hier nicht. Die schmeißen wir nach draußen. Blümchen und Blümchen. Namenstag kann da auch raus. Pfeile würde ich ganz gerne behalten. So. Und es ist schon wieder Nacht. Es ist ja unglaublich. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man keinen Spaß hat. Das ist ja echt der Hammer. So, guten Morgen. Und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Holz fällen. Da draußen gibt es so ein paar Bäume, die ich nicht mehr haben möchte. Also, es ist ein bisschen gelogen, aber wir sind ja Menschen und Umweltsünder und es ist halt, wie es ist. Man ist halt ein fauler Sack. Na, machen wir das jetzt mal so. Bam, bam. Bam. Und holzt erstmal die Bäume vor der Nase ab. So, das machen wir jetzt, bis die Axt im Eimer ist. Dann hätten wir eigentlich genug Holz, um wieder Stäbchen zu machen. Und dann würden wir uns auch wieder zwei, drei Äxte machen.
Und danach, da ist noch ein Baum. Und danach ein paar Schaufeln. Und dann würden wir hier wieder die Erde umgraben. Und wenn die Axt platt ist, dann werden wir auch so ein paar Setzlinge einsammeln. Genau, und ach. Gut, das war der Baum. Dann haben wir hier noch einen Luftikusbaum. Dann sammeln wir hier noch die Setzlinge ein. Da, 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 da. Gab es hier sonst noch irgendwo irgendwelche? Ja, da sind noch zwei. So, oh, hier ist noch einer. Das sieht jetzt aber für den Anfang erstmal so aus, als ob es das gewesen wäre. Nein, noch nicht. Aber dann jetzt. So. Gut. Dann schmeißen wir die mal da rein. Und sagen hier, bitte. Zack. Und zack und zack. Und dann würde ich hier mal sagen, tut, 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 tut. Das würde mir sogar schon fast reichen. Für den Anfang zumindest. Und dann gehen wir mal da wieder rein. Und holen uns hier ein paar Kieselsteine. Vielleicht tun wir die wieder zurück. Und sagen dann hier, hey. Zack, zack. So. Nee, so. Eins, zwei, drei. Das würde passen. Und dann würde ich noch ein paar Äxte haben wollen. Eins, zwei, drei. Wäre ja vielleicht mal hier. Genau. Dich würde ich hier wegmachen und dann machen wir hier vielleicht eine Spitzhacke. Kannst du nämlich da sein. Schwerter ist okay. Wunderbar. Und dann fahren wir das alles hier weg. Ja, ob ich das. Ich weiß es noch nicht so genau. Ach, ein paar Stäbchen würde ich ja trotzdem noch brauchen. Weil. Aha. Aha. Ha. Aha. Ha. Ha. Das wäre eine Leiter. Eine Leiter will ich ja gar nicht. Ach. Aha. Aha. Okay. Also, zack, 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 zack. Dann würde ich hier sagen, einmal, zweimal. Dreimal, also 16, 16, 16, 16. Und stäbchentechnisch machen wir das mal so. Und ich glaube, ich brauche 1, 2, 3, 4. Das würde mir jetzt mal für den Anfang reichen, wahrscheinlich. So genau weiß ich das aber noch gar nicht. Ach, wir können mit dem mal anfangen. Und irgendwo gibt es ja einen nervigen Zombie.
von dem ich mal Abstand nehmen müsste. So. 2, 3, 4, 5. So. Würde ich mal so haben wollen und eigentlich bei der Gelegenheit vielleicht wieder tauschen. So, dann machen wir das nämlich zack, 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 zack. Und hier. So, und dann hätten wir hier zumindest eine kleine, feine Zugbrücke. Und ich habe mich genau nicht verrechnet. Aber ich bin eigentlich fast am Überlegen, ob ich hier nicht noch einen reingehe. Aber nee, darf ich ja gar nicht. Wenn man die hochzieht, dann passt es ja sonst nicht mehr. Genau. So, das heißt, wir können jetzt auf die Schaufeln gehen. Und uns hier mal wieder ein bisschen durch die Gegend schaufeln. Das machen wir doch auch gleich. So. Och, machen wir hier vielleicht weiter, oder? Da hinten können wir ja später weitermachen. Eine Etage tiefer. So. Und das hier wäre ja dann auch schon der Ausgang, ne? Das heißt, ich brauche eigentlich eine Erde, die ich dann hier hinknall und dahin knall. Und dann können wir an der Stelle hier, jetzt ist ja gut, mal sagen, du kommst weg. Graben wir den Spaß hier weg. Und den Spaß. Und dann geht's hier wieder zurück. Okay. Nächste Schaufel bitte. Ich weiß nicht, ob die drei Schaufeln so sinnvoll waren. Vielleicht hätte ich doch mehr machen müssen. So, und ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier nicht einen abfallenden Berg mache. Das heißt, hier geht's dann runter. So dass wir wirklich auf einem extrem niedrigen Niveau sind, was die Mauer anbelangt. So, auf jeden Fall. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Wobei das auch nicht so blöd ist, von hier aus zu sagen, man muss den Berg hoch, um zur Burg zu kommen. So. Jetzt machen wir aber erstmal das Gezuppel von der anderen Seite weg. Zack, 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 zack. Und dann würde ich hier doch fast noch einen tiefer gehen. So, dann haben wir das Gezuppel nämlich auch weg. Und das Gezuppel hier wäre auch weg. Oh, es regnet. Okay, ich dachte schon, es wäre Nacht. Aber wenn es nur regnet, dann ist es ja halb so wild. Und jetzt bin ich am Überlegen. Eigentlich habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht. So, eigentlich muss ich hier zack, 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 zack und zack sagen. Und ja, von mir aus da auch. Zack, 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 zack und zack.